St. Gallen gegen Wiel, das war der Spitzenkampf der Challenge League vor der derbywürdigen Kulisse. 14.685 Zuschauer, das ist Saisonrekord. Ein Challenge League Derby der ganz besonderen Art. Speziell für St. Gallen-Trainer Uli Forte, der vor einem Jahr noch den heutigen Gegner FC Wiel trainiert hatte. Das 11:3 ist immer noch präsent, vor allem natürlich bei den Wieler Fans. Auf dem Rasen war die Gangart zu Beginn ziemlich hart. Es wurde gekämpft. Das Derby, ein Prestigespiel, das in der Ostschweiz bei manch einem über die Wochenlaune entscheidet. St. Gallen als Tabellenzweiter klarer Favorit. Thomas Weller prüfte das erste Mal Davide Taini. Gespielt waren 5 Minuten. St. Gallen blieb spielbestimmend, kam immer wieder über Thomas Weller, der eine starke Partie zeigte. Philipp Mundwiler, die Latte zitterte. Wiel-Torhüter Taini stand ziemlich unter Beschuss. Es folgte gleich der nächste Angriff. Und wieder war es Philipp Mundwiler, der einst beim FC Wiel gespielt hatte, wie übrigens 8 weitere St. Galler Akteure. Es blieb beim 0:0 zur Pause. Klarer Vorteil für den Favoriten. Das änderte sich auch im zweiten Abschied nicht. Weller und am zweiten Posten verpasste Merenda. Die Führung wäre verdient gewesen. Das heutige Derby war auch der Vergleich zwischen den beiden besten Verteidigungen der Challenge League. Ein 0:0 wäre demnach nicht überraschend gewesen. Dabo. Aber Davide Taini war ein sicherer Rückhalt für den FC Wiel, der in dieser Saison erst 9 Treffer kassiert hatte. Die letzten Minuten, St. Gallen erhöhte den Druck. Taini hielt heute sein Kasten dicht. Das Spiel war aber noch nicht vorbei für einmal ein Wieler Angriff mit Juan Pablo Garat. 1 Minute vor Schluss. Da fehlte nicht viel und die Überraschung wäre perfekt gewesen. Es blieb beim 0:0. Die St. Galler ernteten dafür Pfiffe vom eigenen Publikum. Für den ambitionierten Trainer Uli Forte ist dieser Punkt sicherlich zu wenig.